Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner weiteren Folge hier, Dr. Marsch, Version 2.6. Ja, die Dieselfabrik steht nun und wir haben die erste Ladung Raps hergebracht. Jetzt werde ich jemand gleich mal anschließen an Beliefern von für Raps, ne? Da habe ich abgekippt. So etwa. Überlege, ob ich jetzt vielleicht hier anfange oder ich fange von außen an. Ja, heute gab es ein Update, ne, für Personal Farming. Sollte so einiges sich erledigt haben. Probleme mit Gras. So, das eins, was mir aufgefallen war, und andere Probleme auch noch mit Multifo. Ja, kommt zur rechten Zeit, ne? Wir wollen ja hier Outreif nehmen. So. Da hat ja schon mal unser Holger angeschlossen. Ne, Holger, ne? Danke. Und wir wollen ja hier was. Oder mal gucken, ob der Kurs hier noch passt. Das ist ja fast, kann man sagen. Den kann man annehmen, ne? Grob verschieben. Denn ungefähr in der Mitte wäre ganz gut. Zumal ja an der Wand. Ungünstig? Oder habe ich mal angeschlossen hier? Ich glaube nicht. Aber ich glaube es nicht wissen, ne? Ne, wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ich glaube eher nicht. Das muss schon so gewesen sein. Dann war er ziemlich dicht dran, aber gut. Ich hätte es ja gemerkt und dann korrigiert. Ne? Was nicht passt, wird passend gemacht. Ne? Das ist ja okay. Hier müssen wir sehen, dass wir mal hier Harz herkriegen. Dann können wir auch hier ja, später Diesel Richtung Zementfabrik fahren. Ne? So, hier machen wir Punkt. Dann muss man eben mal sehen, dass ich die Ordner entsprechend einordnen kann. Also mal gucken, wie es funktioniert. Was sind die genau? Gar nicht genau. Am Raps. Dieselproduktion, ne? Punkt. Erstellen. Es kann sein, dass nicht reicht. Das wir mal korrigieren müssen. Ja, garantiert. Da vorne. So, dann fahren wir los. Beziehungsweise werden wir mal hier einstellen. Und zwar abladen. Standard. Brauerei, Abland, Kies, Malz, Milch, Mischfutter, Palafrik. Wir laden eigentlich Lager normalerweise. Aber fahren wir hin, dann weiß ich genau, was da steht. Das ist nämlich schon wieder vergessen. So, hier geht das nur nach links, das ist aber okay. Aber wir fahren rechts lang, ne? Denn rechts rum wird der Kurs zu eng sein. Was ist hier für ein Kurs? Ja, Holz verkaufen, ne? Na gut, wir verkaufen ja nichts. Wir verarbeiten unser Holz ja zu Paletten, anderen Sachen halt, ne? Das, ach hier, das ist neu. Hier ist Platz geschaffen worden. Diese freie Fläche da oben ist jetzt weg. Für die ja, Kartoffelproduktion, ne? Aber Kartoffeln haben wir aktuell gar nicht. Ist aber, ich verfolge mein Ziel jetzt weiter, Produktionsketten hinzubekommen. Und der nächste wäre ja im Prinzip nachher Mehlfabrik. Und kurz darauf die. Na, sag schon.
Stöcke. Dann könnte man den Mistfarbe losschicken, weil wir haben ja, das kann man hier auch noch sehen, Gärreste. Ja, 39.000, das lohnt noch nicht. Also, wir haben auch nicht so viele Felder jetzt, dass wir jetzt sagen können, wir können jetzt bestellen. Ne? Gras ist ja fertig, wir, Feld 3 muss ich noch unkompliziert machen, hat neulich gesehen. Da wächst noch was. Aber den machen wir einstellen und dann werden wir gleich mal Raps hinfahren lassen und dann dann kann der entsprechend immer fahren, ne? Und dann müssen wir sehen, was wir mit dem Kompost machen. Wir haben einen Kompost, verkaufen macht ja keinen Sinn, verdienen wir nichts dran, aber wir müssen natürlich verarbeiten, ne? Gewächshäuser wäre eine Möglichkeit, ne? Da muss ich mal schauen, wo ich da am besten hinbaue. Bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, dass es nicht so laut ist. Könnte sein, aber ich habe eigentlich die Lautstärke im Aufnahmeprogramm ein bisschen reduziert. So, da schauen wir mal. Was hat das gute Kind für einen Namen hier? Das ist anscheinend. Belan, ne? Ja, Belan. Das war. Oh. Belan Hauptlager, das ist genau richtig. Da müsste ich zumindest zwei Sorten machen. Ablan und Belan erstmal, ne? So. Nicht das funktionieren. Oh, oh, mein Kopf. Ja gut, dann machen wir eine Ehrenrunde, ne? Lassen wir mal eine Runde fahren. Wir gehen mal ganz kurz zu unserer Feldspritze, ne? Und dann werden wir gleich mal sehen, dass wir da auf Feld 3 gleich bekämpfen. Bevor wir das nicht vergessen. Ich jedenfalls garantiert nach 2 Tagen ist das wieder weg, ne? Ja, ich muss den Mod wieder die Aktionsradius vergrößern bei Gelegenheit. Aber da wir heute nicht messen müssen, ist es heute nicht so wichtig. Das Nachfrage-Update, um jeden Update ist für mich immer dann. Ja, dann ist alles zurückgesetzt an Veränderung. Keine Veränderung ist mir gut. Aber da so ein kleiner Messradius. Ja, ist das zu zeitaufwendig, ne? Persönlich ist es für ein Live, also für die Aufnahme ungünstig, wenn ich jetzt 3-4 Folgen nur Bodenproben nehmen würde, ne? Das wäre meiner Ansicht zu langweilig. Das ist schon bei Kettle und Crops schwierig, da mit Abwechslung zu kommen, aber jetzt zuvor ist das gelungen. Ein paar Mal, ne? Aber das ist schwierig, ne? Da steht das gute Zeug. Ach, die haben ja keine Kollision, die Strom messen. Ja, hier müssen wir, bevor richtig losgeht, hier mit Wachstum hier. Weil jetzt können wir noch gut erkennen. Also dunkle Ränder, ne? Und wäre das. Und wäre das garantiert. Naja, gut. Man könnte auch zur Not mit Dings fahren, mit Kursplay, aber Kursplay ist dann immer schwierig, wenn an den Rändern Bäume stehen. Dann hat er sich oft festgefahren, ne? Und ich wollte nicht jeden Baum entfernen, ne? Erstens hat nicht schön und zweitens finde ich die Optik ein bisschen, ne? Ja, bei mir ist heute Dienstag und heute ist hier kräftig Schnee gefallen.
Wir haben beide nicht die Rampe hochgefahren. Wir müssen Auffahrt hier zum Parkplatz. Da geht gleich schräge hoch. Und da war das schon grenzwertig, ne? Da dachte ich schon, muss ich schon hochgehen und Menschen nicht überholen, ne? Aber ich hab ja ein für die Dachterrasse, falls ich mal draußen mal alles bewegen möchte. Dann ist es praktisch, wenn man da ein bisschen räumen kann. Ja, und dann komme ich da nicht hoch, ne? Hab schon Traktionskontrolle ausgeschaltet, sich halber, weil wenn das an ist, dann komme ich gar nicht hoch. Da kommt von vornherein nicht hoch. Dann bleiben die Räder irgendwann stehen. Ja, und dann ungünstig, ne? An der Straße parken ist auch nicht gerade Idealfall, ne? Gerade wenn sie früh räumen mit Schneeschieber. Also heute, muss ich ganz ehrlich sagen, sind ganz schwache Kühe. Die Straßen waren im Grunde gar nicht geräumt. Da ist länger arbeiten ja eine Strafe, ne? Nicht mal die Hauptstraßen waren geräumt. Da lagen so 2-3 cm und hier im Ort, wo ich hier in die Straße hochfahre, ja, da war von vornherein nichts geräumt gewesen. Also so sind sie eigentlich fix dabei, ne? Aber wie gesagt, wahrscheinlich denken sie auch, alle sind zu Hause. Ausgangssperre so ungefähr, da darf keiner raus. Ja. Ich lauere noch den Tag, wo ich angehalten werde. Aber bisher habe ich keinen gesehen, ne? Also muss man dazu sagen, ne? Keine Polizei mache ich jetzt hier, die Kontrolle macht. Aber heute habe ich ein schönes Video gesehen, das war lustig. Eine kurze, Parteitag der CDU. Da haben sich der Generalsekretär und die Verteidigungsministerin sehr, sehr nahe begrüßt. Ohne Abstand, ohne Maske. Und danach, wo praktisch der Fernsehauftritt losging, da hatten sie mir alle mal plötzlich Maske aufgehabt. Das war richtig peinlich. Also, da kann man sehen, was das wirklich alles bedeuten hat, ne? Im Grunde nichts. Wenn die sich nicht anhalten, dann ist es von vornherein zu sehen, das ist alles halb so wild. Ne? Ja. In meinen Augen wird alles Vater. Also gesundheitsmäßig ist das, kann man sagen, ja, da müssten sie noch viel mehr Sachen machen, was wichtig wäre. Ne? Essen. Zuckerhaltig, fetthaltig, das muss man überall dann sagen, okay, das müsste zumindest ein Warnhinweis drauf sein, ne? Und vor allen Dingen anders besteuert werden, ne? Dass man sagen kann, okay, die Kosten, die wir da haben, dadurch kann man entsprechend dann umsetzen, ne? Aber wie gesagt, das ist, Politik ist da ganz blödes Thema. Ja, hier geht weiter, machen wir mit Bekämpfung und gegen Unkraut, ne? Das hatte ich wahrscheinlich vergessen gehabt, Feld 3. So, ist halt so, ne? Den wollte ich sehen. Ja, jetzt haben wir 15. Ob bald wieder Gras wächst, ne? Achso, jetzt Raps. Blocking. Sehe ich gerade Blocking? Blocking ist nicht gut. Wo war der Blocking? Bestimmt hier bei der Raffinerie. Spuren da. Ah, hier. Warum blockt er jetzt hier? Ich hab gar nichts drinne.
Zurückfahren. Ein bisschen Punkte verschieben. Warum macht er jetzt sowas? Gute Frage. Also hier das Mod entfernen von Objekten ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Bei einer Produktion, die im Original da ist, also wie jetzt hier die Produktion am Zaun, kann man sich in den Zaun versetzen oder auch entfernen. Wenn man eine Produktion setzt, wo der Zaun mit bei ist, dann zerkauft man wahrscheinlich die ganze Produktion. Also da Vorsicht, ne? Ah, hier ist ein anderer Modus. Das war der richtige Modus. Deswegen hat er auch nicht beladen. Die sagt immer, Holger, der Fehler sitzt hinter dem Monitor. War der recht? Ah, unser Kiesberg, der kann auch weiterfahren, ne? Das kann er auch machen. Also hier unser Zementwerk darf jetzt voll arbeiten, ne? Ich sehe doch, Zement bringt viel Geld ein. Dann lassen wir mal produzieren. Erstmal Kies fahren lassen, das Lager auffüllen und dann näher Sand. Und deswegen Kies und Sand. Wir müssen nur entsprechend hier unten die Zeile austauschen, dann ist entsprechend der Sand bei. Und irgendwann mal bei Gelegenheit Wasser. So. Ach, unser Mistfahrer, das können wir auch hier starten. Jetzt haben wir ja die ganze Rübengeschichte nicht mehr. Also habe ich schon, aber aktuell haben wir da keine Produktion. Beziehungsweise nichts da. Das muss immer wieder was verarbeitet werden. Und die Rüben, jetzt haben wir früher Herbst, die Rüben werden dann bald kommen. Ah, gibt es da hinten weg, das ist gut so. Aber er müsste gleich wieder voll sein, ne, und stehen, ne. Auch nicht schlecht. Gut, dann machen wir weiter. So. Der holt jetzt, okay. Feld 3. Was wollte ich gucken? Wegen Gras, ne? Jetzt Rack. Stickstoff. Was haben wir hier Schönes? Feld 13 oder damit nicht bestellt, ne? Was war da drin gewesen? Keine Ahnung. 12. War auch Getreide, ne? 5 und 6 ist ja klar und 4, da ist ja Hopfen und da das Rüben und da ist Gras. Klar, gerade fertig gemacht. Gut, den wollen wir hier wechseln. Was hatten wir auf 12 drauf gehabt? Ich glaube Getreide, ne? Puh. Getreide soll da nicht wieder rauf, also das ist amtlich. Dann könnten wir 13 theoretisch Gras aussehen. Und dann die 19 Jahre später verschwinden wird als Grasfeld. Sobald Gras gewachsen ist, kommt das weg. Und hier wird auch Gras wegkommen. Und dafür, wie gesagt, Weizen oder Getreide. Rapsfelder, da kommt auch Weizen drauf. Und Gerste, also das beide Prinzip. Ja, machen wir 13 oder machen wir 12 Gras. Das ist jetzt Gruppe, ne? Da habe ich ja probiert wegen Düngen, ja, da war ja alles hinfällig. Gut, dann können wir das so machen. Ne? 13 Gras rein und 12. Die 50 haben schon Gras reingemacht, glaube ich. Aber wiederum können wir auch im Frühling was gebrauchen wegen Hopfen und so ein Zeug. Ne?
mal Tabak wieder. Aber die 19 soll auf jeden Fall mal später was anderes sein. 19 kommt entweder Weizen oder Gerste und da auch Weizen oder Gerste. Ansonsten. Aktuell haben wir eine Wiese, das ist 50. Dann müssen wir die 12 Wiese machen. 12. Jo, die Kühe melken sich. Melden sich. Melken ist gut. Aber wir machen am Unkraut verlegen, ne? Das ist schon ganz wichtig hier. Sonst arbeiten, abschließen, ne? Sonst ist das ja irgendwie blöd, ne? Aber ich sehe gerade so, die Zeit ist auch wieder abgelaufen. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ja, noch ein dickes Dankeschön, dass Sie reinhalten. Ja, morgen geht es hier weiter. Wir haben entsprechend das mit dem Gras auf Saft beginnen. Ne? Und nächste Aufgabe und. Ah, Raps fährt schon, das ist gut. Dann können wir da auch bald Unkraut bekämpfen. Das meint noch schnell fertig mit euch. Und dann geht das morgen weiter mit der Aussaat von Malreiter Zeug oder mit Gras. Und immer ein bisschen versuchen, die Fruchtfolge einzuhalten. Das wird eh schwierig allgemein. Oder machen wir Sonnenblumen drauf nächstes Jahr. Aber ich brauche noch ein Grasfelder, das ist auch nicht. Ich brauche mindestens 2 Grasfelder, um die nötige Menge Silageballen herstellen zu können. Ne? Das andere wird sich finden. Im Frühling mit Mais. So, dann werden wir den gleich wieder auffüllen. Weil die müssen ja auch im Frühling mal Tabak anbauen. Ne? Also unser ja, Vorrat an Pflanzenschutzmittel wird dann zur Eier gehen. Ne? So, sagen wir tschüss. Ciao, ciao. Und ein dickes Dankeschön für fleißig reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Ciao, ciao. Tschüss.